Hallihallo, ich grüße euch tatsächlich aus meiner Werkstatt, wie in alten Zeiten. Ja, ich gebe es zu, ich habe in letzter Zeit andere Hobbys gehabt, war allerdings auch alles do-it-yourself. Egal ob Photovoltaik, Balkonkraftwerk, gebt mal Balkonkraftwerk ein in YouTube oder guckt auf meinem Kanal eins meiner letzten Videos. Tatsächlich, ich habe natürlich auch viele kleine Objekte oder Projekte hier noch in meiner Werkstatt zu tun gehabt, wo es sich nicht gelohnt hat, ein Video zu machen oder ich auch keine Lust hatte. Wir stehen hier direkt neben meiner Bandschleifmaschine, die ich selbst gebaut habe. Das ist das Modell nach den Plänen vom Matthias Wandel aus Kanada, der hat auf seiner Homepage verkauft er hier die Pläne. Das Ding hat, ich glaube, 5 solche Schleifbänder stumpf geschliffen. Da sind schon ein paar Betriebsstunden drauf. Und naja, es ist auch ein Selbstbaugerät, ne? Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Aber da bin ich auch stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Und da habe ich jetzt eine Reparatur dran zu machen. Und anhand dieser Reparatur werdet ihr den einen oder anderen Trick vielleicht sehen, wo man schon was davon hat. Also ich habe viel gelernt, indem ich solche Videos angeguckt habe. Selbst wenn du nicht vorhast, dir so ein Ding nachzubauen. Was ich allerdings empfehle, das ist eine richtig tolle Herausforderung, das aus diesem Multiplex sich selbst zu fertigen. Ist nicht schlecht, wenn du da mindestens mal so eine Bandsäge hast, um die Aussägearbeiten zu machen. Geht auch mit einer Stichsäge. Also die ganzen Einzelteile sind aus, hier, was habe ich denn da, 18 mm Multiplex. Und das Ding funktioniert richtig gut. Bis auf den Schwachpunkt, den ich heute verbessern will. Ja, und das ist Gegenstand von diesem Video. So, hier seht ihr. Ich habe also das Schleifband entfernt, ich habe schon die Walze entfernt und da ist nämlich der Fehler dran und da habe ich mir jetzt überlegt, ja, mach doch ein Video darüber, aber es ist halt jetzt schon zerlegt und im weiteren Verlauf seht ihr, worum es da geht. Jetzt noch kurz zum Prinzip und zum System. Also hier hinten ist eine Antriebswalze und hier vorne, die vordere ist auch eine Antriebswalze. Seht ihr hier, das Lager hat auch ein bisschen Spiel bekommen, aber der ganze vordere Teil wird ja gespannt. Hier unten über die Mimik, die ich nachher noch zeige, wird ja gespannt und es wird nach hinten gezogen und dann ist das beweglich, indem man hier an dieser Schraube dreht, kann man hier das vordere Teil verändern, hier so hin und her, und damit kann man justieren, dass das Schleifband nicht runterfällt und nicht hinten rein sich frisst, sondern schön mittig laufen kann. Wir filmen mal hier unten drunter und hier unten seht ihr die Mimik. Hier ist zum Beispiel eine Gewindestange, die hinten an der Schraube hier verstellt wird, und an der Schraube verstelle ich hier die Neigung vom Bandlauf, ne? Und das greift hier in, da ist ein Gewinde drin, und wenn ich das anziehe, zieht es das nach hinten, und wenn das nach hinten geht, schwenkt hier vorne meine Walze aus, ne? Das nur so zum Grundprinzip. Dann habe ich hier oben ein Blech drauf geschraubt. Das ist jetzt hier, wird ein bisschen hochglanzpoliert im Laufe der Zeit, aber von einer großen Abnutzung kann ich noch nicht sprechen. Also da ist ja auch kein Schleifband, das ist ja die Rückseite, die da drauf läuft, ne? Aber vielleicht hätte es auch gereicht, wenn es direkt auf dem Sperrholz gelaufen wäre, aber so kann ich das austauschen, wenn es soweit ist. Und jetzt schauen wir uns an, was hier überhaupt für ein Problem ist, warum ich die Walze ausgebaut habe. Die liegt nämlich schon auf meiner Werkbank. Hier haben wir die vordere Blende.
wo die Walze, die ist in zwei, die muss ich neu verkleben, wo die Walze so hier drauf läuft mit dieser Achse. Ja, die Achse war hier drin, ja, habe ich auch durchgeschlagen, rausgeschlagen, weil die Achse, nämlich hinten, ihr seht, wie die verknallt ist, die Bohrung endet nämlich in dieser Riemenscheibe. Und diese Riemenscheibe aus Aluminium, die hatte ich noch, die kann man sich auch aus Holz fertigen. Die Blende oder der Schenkel, wie man bezeichnet, ist hier mit Schrauben da dran befestigt. Dazwischen läuft die Achse mit der Walze in dem Kugellager da hinten. Ja. Und mit der Buchse läuft die Achse in dem Kugellager. So, das heißt, die Achse ragt hinten raus. Und jetzt muss ich das Teil mal umdrehen. Hier sieht man jetzt, wie die Achse hier so rausragt. Und darauf war diese Riemenscheibe. Und der Keilriemen, ja, der läuft hier dran. Hier ist ein alter Motor, kann man einen Waschmaschinenmotor nehmen. Und was hochinteressant ist, diese Riemenscheibe aus Holz, seht ihr ja, aus Multiplex oder Siebdruckplatte, habe ich gedrechselt und die sieht noch richtig gut aus. Da ist also überhaupt keinerlei Abnutzung dran. Schlechter aussehen tut hier die aus Aluminium, aus folgendem Grund, weil die hier drinnen quer verstiftet war. Und diese Querverstiftung, na, also der, um das mitzunehmen, die war ausgeschlagen. Denn jedes Mal beim Einschalten, der hat ja keinen Sanftanlauf, ne? Jedes Mal beim Einschalten gibt es hier einen Schlag. Und je mehr Spiel man hier drin hat, also ein 4 mm Loch, aber nur ein 3,5 mm Nagel da drin, da haut es da jedes Mal immer so ein bisschen hin und her. Und das hat es im Laufe der Zeit dermaßen ausgeschlagen, sodass ich schon ein paar Mal da eine neue Querverstiftung reingemacht habe. Aber jetzt ist es eben so verfressen hier, auch abgenutzt, hier sieht man es richtig, ja, dass ich mich entschlossen habe, das jetzt neu zu machen. Hier habe ich schon ein neues Aluminiumrohr eingesetzt, man kann es vielleicht so erkennen, also aufgebohrt auf, was waren das, auf 17 mm, ich habe nämlich ein Aluminiumrohr gefunden in meinem Fundus, was 17 hat, ein 17er Bohrer hatte ich auch. Und jetzt ist das innen 15 und das war 12 mm. Das heißt, ich baue jetzt eine neue Achse da rein, Durchmesser 15. Meine Riemenscheibe, die aus Alu, die konnte ich noch retten. Hatte überlegt, ob ich mir noch eine aus Holz drechsel, aber wenn es so funktioniert, kann ich die ja nehmen. Und jetzt bauen wir einfach hier die neue Achse ein. So, ich habe Rundmaterial gefunden, ist 12, ja, und das ist dann 16. Bedeutet auch, dass ich für diese Querverstiftung hier in einem 16er viel mehr Fleisch erhalte. Kurz Brille. Die Scheibe war schon abgenutzt, den Rest säge ich jetzt mit der Eisensäge.
Also Leute, die sich ein bisschen auskennen, die haben es gemerkt, die Maschine ist uralt und schon ziemlich ausgejuckelt, sodass ich da nur noch ganz dünne Späne abnehmen kann. Die Maschine ist ca. 80 Jahre alt, aber sie hat schon die Möglichkeit, hier mit Spannzangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe das Dreibackenfutter abgemacht, weil die Spannzangen, die sind präziser im Rundlauf. Ja, 20 mm muss ich absetzen hier. Ja, da reicht es, wenn ich so weit rausgucken lasse. Ja. Jetzt muss ich nur noch hier die Walze wieder drauf bringen. Das heißt, ich habe hier einen Durchmesser 12, muss ich aufbohren auf Durchmesser 16 und dann wird es da drauf gesetzt. Ja, so ein Billigbohrer vom Discounter. Ja. Klar gibt es bessere, aber ich brauche einfach nur ein 15er Loch. Ja, warum habe ich das eben da reingeschliffen? Ich will natürlich hier einen richtig guten Formschluss erreichen. So. Tja, da hat mich mal einer gefragt, warum ich da eine Toilettenpapierrolle habe. Das ist meiner Meinung nach das Allereinfachste.
So, wenn ich das Ding schon so weit auseinander habe, dann können wir auch mal gucken, was hier unten drunter mit der Mechanik los ist. Also sind das hier lediglich die paar Schrauben und die werde ich jetzt abmachen. So, da zeigt das jetzt schon mal entgegenkommen hier. So, liebe Freunde, jetzt sehen wir auch gleich, was da so los ist. Da frisst sich hinten das Schleifband. Das Schleifband, wenn du es mal zu weit gedreht hast, ne, frisst sich das dann da hinten so rein. Da ist also jetzt eine Nut entstanden, die da so 2-3 mm tief ist. Das ist noch nicht so tragisch. Ja, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass das gar nicht so weit rüberfährt, das Schleifband. Ne? Das wird ja gesteuert hier durch diese Verstellschrauben, die da durchgehen. Also die längere greift hier rein und mit dieser Einstellschraube, mit dieser kurzen Schraube, die greift hier rein. Da kann ich hier vorne die vordere Steuerwalze verstellen, so dass ich das Schleifband eben mittig laufen lassen kann. Und hier hinten, das ist eine, ihr glaubt es nicht, das ist eine Feder, die jetzt jahrelang das ausgehalten hat und nicht übermäßig durchgebogen, wie ich das erwartet hätte. Da dagegen, hier, da dagegen sitzt, hier. So, und hier presst praktisch die Spannschraube da dagegen, ja, also die zieht ja von hier das rein, ja, und hält diese Federung hier auf Spannung, ja. So, dann legen wir da eine Scheibe rein und auf der Seite auch. Und dann kommt es so da drauf. So, dann montieren wir das wieder. Ich habe mir hier das auch noch angeguckt, da noch eine neue Buchse reingesetzt, sodass da hier kein Verschleiß mehr drin ist. Dann die Schrauben noch mal ein bisschen nachgezogen. Es muss sich ja bewegen können, aber auch möglichst mit wenig Spiel und kein Gewackel. Also der Bau von der Maschine hat richtig Spaß gemacht. Und wenn man die selbst gebaut hat, dann benutzt man die umso lieber. Also das ist nach, ich glaube, noch vor dem Tellerschleifer und nach der Kreissäge meine am häufigsten benutzte Maschine beim Holzbauen. Also das lange kommt noch hier. Ich habe das dann jetzt noch mal auf der Bohrmaschine, ja, das könnt ihr euch ja vorstellen, habe ich nicht gefilmt, hier genau meine 90 Grad angezeichnet und auf der Bohrmaschine so nach Augenmaß auf die Mitte gebohrt und es ist mir ganz gut gelungen. Ich habe es durchgebohrt, währenddessen dass die Riemenscheibe drauf ist, damit in jedem Fall die Flucht stimmt, wenn ich nachher die Keile da durchschlage.
So, jetzt wird's eingebaut. Hier mal schalten. Da hinten ist schon drauf. So. So, der ist gut gespannt. So, das ist Zeit für ein neues Schleifband. Hier drüben diesen kleinen Bandschleifer. Übrigens habe ich den schon 2016 gebaut, ja. Und hier den hier, hier drüben den, den habe ich so gebaut, dass ich die abgenutzten in drei Streifen mir schneiden kann. Das ist ganz einfach hier mit dem Cuttermesser, am besten von der Seite mit dem Cuttermesser schneiden. Und die passen dann hier drauf. Und die abgenutzten von Holz sind noch völlig ausreichend, um Feinschliff zu machen oder auch mit Metall hier einfach mal eine Schraube abzuschleifen. Ja? Also er läuft so rum, also kommt das so hier drauf. Bin ich mal gespannt, ob das auf Anhieb jetzt geht, nachdem ich den komplett auseinander hatte. Und hier die Spannung. Ja, ich denke, ihr habt gesehen, wie fein man das regulieren kann, ne? So, ich glaube in 98% der Fälle habe ich den so senkrecht laufen hier. Das ist hier der Winkeltisch, den ich mir da dran gebaut habe. Das war lange bevor ich YouTube gemacht habe, habe ich mir das Ding gebaut, also 2015 oder 2016. Und deswegen kann ich da nicht auf mein Video verweisen, aber guckt euch unbedingt den Kanal von Matthias Wandel an. Der macht das zwar in Englisch, ab und zu sind auch mal ein paar deutsche Videos dabei. Er ist nämlich mit seinen Eltern vor vielen, vielen Jahren irgendwie, glaube ich, aus dem Schwarzwald nach Kanada ausgewandert und hat schon, ich glaube, 2 Millionen Abonnenten. Also bei dem habe ich mir die Pläne dafür gekauft. Die kannst du in A4 ausdrucken und so zusammenkleben, weil das sind ja größere Teile, als das auf ein A4-Blatt drauf passt. Und die habe ich dann direkt auf die auf die Multiplex-Platten aufgeklebt und dann direkt die Kontur mit der aufgeklebten Zeichnung ausgesägt. Hat wunderbar geklappt. Wenn du diese vielen Teile siehst, kriegst du erstmal einen Schreck, aber das ist halt mal ein Projekt, wo man mal so 14 Tage, 3 Wochen dran arbeiten kann.
schleift jetzt wieder wie Harry her. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch was gebracht, indem ich euch mal gezeigt habe, wie ich hier meinen Bandschleifer repariert habe. Ja, Leute, ladet euch den Kram beim Matthias Wandel runter, guckt euch das Video an, das ist 5, 6, 7 Jahre alt, aber top aktuell. Das Ding ist die beste Maschine, die ich mir hier selbst gebaut habe, oder auch eine der wichtigsten Maschinen mittlerweile hier in meiner Holzwerkstatt. Nicht nur Holz, kannst auch Plastik und zur Not auch Metall daran schleifen. Ja, da ist natürlich so ein Schleifband schnell weg. Ich meine mich zu erinnern, dass da eins von den Bändern 5 Euro kostet. Aber ich habe dies wochenlang drauf. Wochenlang. Ja. Meine Lieblingsmaschine. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Schaltet mich wieder ein. Gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet, ob ihr euch das Ding auch bauen wollt. Sagt dem Matthias Wandel einen schönen Gruß. Adoptiert mich, schenkt mir den Daumen nach oben und ich sage wie immer, bye bye, sagt der Bastelein.